In diesem Video fragen wir die Leute auf der Straße, welchen dieser beliebten Herrendüfte sie am liebsten mögen. Und außerdem fragen wir sie, was ihr jeweiliger ausgewählter Duft auf 100 Milliliter kostet. Wir sind hart gespannt. Let's go! Dann gebe ich euch mal rein. Ich kann die zweiten schon direkt hinterher geben. Ja, gerne. Dann hat man. Genau. Mhm. Der nach gut. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und der vierte. Also ich bin bei 2 oder 3. Okay. Und also 2 ist mein Favorit. Ja. Und 3 finde ich auch gut. Okay. Das ist auch mein Favorit hier, glaube ich. Also würdet ihr euch beide für den zweiten entscheiden, für einen Mann? Ja. Ja. Okay, dann gebe ich den ersten. Ja, kommt sehr bekannt vor. Kommt dir bekannt vor? Okay, der zweite. Ist süß, das auch. Ja. Der dritte. Ein bisschen frischer. Auch gut. Alle gut, ja. Sehr, bis jetzt ehrlich. Cool. Und der vierte. Ich würde genau nach der Reihenfolge gehen. Ja, also gefällt dir der? Der ist der letzte, also 4. Platz. Ja. Und dann die 3 sind sogar alle gleich gut gewesen. Okay, und wenn du dich entscheiden müsstest, welchen würdest du nehmen? Ich müsste nochmal dann. Okay, dann gebe ich dir jetzt nochmal den dritten. Okay. Der erste. Ja. Ja, der erinnert mich an Xerge auf Naxos, das ist ein Duft. Der ist sehr ähnlich, der ist gut. Und der zweite. Ich würde, der ist 3. Platz. Hallo. Der ist 3, ja, okay. Und dann den, der erste bleibt der erste und der zweite bleibt der zweite. Also der hier ist der Naxos, der. Die Nummer 1. Der ist der erste, ja. Dann gebe ich euch mal den ersten mal rein. So, ansonsten nehmen. Okay. Okay. Dann gebe ich dir den zweiten. Nee. Nicht so? Zu süß? Der gefällt dir? Ja. Okay. Und der letzte noch? Ich bin nicht ganz, ne? Decent. Der dritte? Ja. Der dritte? Okay. Ah, ich glaube, der erste für mich. Einmal der dritte und einmal der erste? Ja. Dann the first one. Okay. Second. Third. Das ist ja ein Schnapper. And fourth. Second. The second one? Ja. For men? Ja. Okay, dann gebe ich euch mal den ersten. Dankeschön. Bitte schön. Dann gebe ich dir den zweiten schon mal hinterher. Nochmal Jacke. Ja. Soll ich sammeln? Danke. Gerne. Der dritte? Ja. Und der vierte. Kann ich nochmal den ersten haben? Ja, natürlich. Sehr. Das war der erste. Das war der erste. Das ist der erste. Ja. Genau. Ich glaube, für mich ist der den vierten. Achso, sorry. Und ich nehme den. So. Mhm. Welcher gefällt euch denn für einen Herren am besten? Ich glaube den vierten. Ich hätte auch den vierten gesagt. Beide für den vierten? Ja. Okay. Aber ich finde alle eigentlich ganz gut. Also alle ein bisschen unterschiedlich, ja, aber passend. Aber der vierte gefällt euch am besten? Ja. Ja. Dann gebe ich dir den ersten. Mhm. Ja. So, ja, oder so. Der zweite. Auch Glück, dass ich sonst finde. Ja. Nummer 3. Ja. Und der letzte. Okay. Ja. Also ich fand Nummer 3 am besten. Ja. Und dann Nummer 1. Okay, also der beste für einen Mann ist der dritte für dich. Der dritte, ja. Okay. Den fand ich am besten. Dann gebe ich gerade mal rein, einfach mal riechen. Mhm. Der zweite. Ja. Der dritte. Und der vierte. Das war schon. Ja, der dritte gefällt dir am besten. Okay. Obwohl der erste und der dritte. Ich würde aber auf den dritten tendieren. Der dritte, der, okay. Ich finde auch, glaube ich, den dritten am besten. Und wenn als zweites würde noch der vierte kommen. Ah, okay. Ja. Also beide für den dritten. Oh mein Gott. Ja. Ja. Okay, dann gebe ich euch mal den ersten rein. Okay. Hm?
Ich glaube, ihr müsst hier oben riechen. Ach so, ja, habt ihr das? Okay. Genau. Stimmt, unten ist er nur. Oh, der riecht gut. Der riecht gut? Ja. Ja. Schön frisch. Ja. Ein bisschen süßlich auch. Ja, stimmt. Ja. Gebe ich schon mal den zweiten hinterher. Ja, ist nicht ganz gut. Ja. Ich gebe dir schon mal den. Ja. Ne, den anderen fand ich auch ein bisschen kräftiger. Mhm. Der war ein bisschen. Erste fällt dir besser? Ja, okay. Ist intensiver. Ja. Okay. Ja, den finde ich schlecht. Der dritte war das? Ja, und der vierte war das. Ah, der ist jetzt wieder ganz anders, aber auch auf seine eigene Art, würde ich sagen, gefällt er mir auch gut. Ah, cool. Doch. Ja, ja. Ich glaube, das ist der, für mich der beste. Bitte schön. Der vierte? Beste kommt zum Schluss, sag. Genau. Nee, also für mich war der davor ein bisschen besser, muss ich sagen. Der dritte? Ja, der dritte. Nochmal nachriechen? Ja. Der erste hatte dir auch gut gefallen. Der erste war auch gut, ja. Der war ein bisschen süßlicher. Wenn du dich entscheiden müsstest, welchen würdest du besser finden für dich? Ich würde sagen, kommt auf den Nutzen an. Also den ersten würde ich vielleicht mal zu einem Date tragen. Ja, ja. Den zweiten, den würde ich eher so im Alltäglichen ertragen. Also okay. Das finde ich ein bisschen alltagstauglich. Und wenn du einen kaufen müsstest, also wenn du für dich einen dann auswählen müsstest. Dann finde ich den ersten doch ein bisschen. Der erste. Ja. Okay, der also erste. Haben wir einmal den ersten und der vierte. Ja. Ja? Ich fische euch mal den ersten rein, einfach mal riechen. Der gefällt mir schon mal. Ja, das ist schon mal gut. Der zweite. Mir gefällt er auch. Okay. Ja. Den ersten fand ich besser. Okay, der dritte. Ich fand den ersten auch besser. Ja. Und der vierte. Den finde ich auch gut, also den würde ich auch auf Platz 2 nehmen. Okay. Der erste war der beste. Der erste hat dir am besten gefallen? Ja. Okay. Also ich fand auch den ersten und den letzten am besten. Der erste und der letzte, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen den beiden, welchen findest du besser für Mann? Weißt du, die Ehre muss vorsichtig sein. Ja. Der hier, das ist der erste. Also zweimal die Nummer 1. Definitiv. Dann gebe ich dir mal den ersten rein. Okay. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, den zweiten. Der Wind so. Ja. Ja. Der dritte. Ja, ich fand den ersten fast anders. Ja, und der vierte. Okay. Oh, ich bin bei Nummer 3 jetzt. Nummer 3? Ich fand gleich die ersten beiden gut. Den wobei ersten? Der zweite nicht so intensiv war. Wollen wir die gerade noch mal gegentesten? Ja, gerne. Ja, gucken noch mal gerade, welcher ist. Also das ist der erste. Und das ist der zweite. Dann. Welchen findest du für einen Mann besser? Den zweiten. Der zweite? Mhm. Okay, also einmal Nummer 2 und Nummer 3. I give you the first one. I tried in English. Right. Ah, this is good. Okay. I give you the second. Very strong. Good too, right? This is good. Yeah, good. Yeah? That one reminds me. Of what? Smell. Reminds you of something? Smells familiar. Ah. Mm-hmm. Yeah, this is kind of what I had. Ah, okay, yeah. Okay. It's kind of what I had. Yeah. Yeah. Sweet. They're more or less the same. Yeah, a little this bit. Is yeah. More or less the same. Yeah, like the yeah, a little bit. Yeah. Right. And four. The last one. Yeah, the last right. One. This one? I would say the first one. I would say the second. Okay. The first one and the second one? Yeah, I say the second one. She said the first one. Okay. Was schätzt ihr denn auf 100 Milliliter, was der kostet? Muss ein guter Preis sein, wenn die Frage schon so kommt. Ich würde sagen 60 Euro vielleicht. 60 Euro? 60 Euro? 60 Euro, okay. 70? 70? Sag mal jetzt so 100 Euro einfach 100. Mal. 90 Euro. 90 Euro, okay. Ja, wenn man so vergleicht zu den anderen, ja. Ist halt auch so 120 Euro. Ah, okay, ja. 60, 70? 60, 70. 100? 100? 50 Euro. 50 Euro? 40, 50 Euro hätte ich jetzt gesagt. Okay. 70 Euro? Ja, ein bisschen mehr, 120. 120? 70. 70 Euro. Ja, ist ziemlich intensiv, denk mal, relativ günstig, keine Ahnung. Okay.
Einfach nur 20, keine Ahnung. 20 Euro so? Ja. Auf 100 Milliliter? Ja. Zwischen 50 und 70, okay, würde ich sagen. 70. 70 Euro? 70 Euro. Ich hätte auch so 50 gesagt. 40. 40 Euro? Yeah. The second one? Yeah. 80 Euro. 80 Euro? I would say 100. Soll ich euch verraten? Ja. Yeah. Gerne. Okay. Also der hier, der liegt bei 100 Milliliter. Das war der zweite, ne? Ja. 100 Milliliter, 100 Euro. Mhm. Und der bei 175 Euro. Oh, okay. Wollt ihr wissen, was es ist? Ja, gerne. Das ist der Dior Homme Intense. Mhm. Ja. Falls ihr den schon mal gehört habt. Und das ist der Leighton von Parfums de Marne. Ah, okay. Also hier liegt so bei 80 Euro der Duft. Und das ist von Jean-Paul Gaultier, der Le Male Parfum. Genau. Der kostet auf 100 Milliliter 175 Euro und okay, ist der Leighton von Parfums de Marne, falls ihr den schon mal gehört habt. Wie heißt das? Leighton von Parfums de Marne. Nee, kenne ich gar nicht. Der kostet auf 100 Milliliter 175 Euro und das ist der Leighton, falls ihr den schon mal gehört habt, von Parfums de Marne. Ah, okay. Ja. Kennst du? Ja, ich glaube, ich habe schon mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Der liegt bei 100 Euro und ist der Dior Homme Intense, falls ihr den schon mal gehört habt. Also der kostet 100 auf 100 Milliliter und der hier kostet 210. Das ist der Naxos von Xerchoff, falls ihr den kennt. Und das hier ist der Dior Homme Intense. Nee, gar nicht. Das ist der Leighton von Parfums de Marne. Okay. Okay. Der ist so intensiv, der riecht relativ günstig, finde ich. Findest du? Zwar ganz gut, aber günstig. Ja, ja, interessant. Der kostet auf 100 Milliliter 210 Euro. Das ist der Naxos von Xerchoff, von dem ich schon mal gehört habe. Das habe ich schon mal gehört. Hast du gehört? Ja. This one costs 100 Euro. Aha. And this one, 210. Okay. No, so I was so close to give my own way price. Yes, I mean, close. How close? It was really far from the price. Yeah, a little bit. Real far. Do you want to know what it is? That's Jean Paul Gaultier. This one is Xerchoff Naxos. Uh-huh. And the second one is Dior Homme Intense. Okay. I'm not good in this. Yeah, it's no problem. I'm only field man. I don't only spray and go. Yeah, that's it. No problem. Also der hier, den du hast, der kostet 80 Euro auf 100 Milliliter. Und den du ausgewählt hast, ist der teuerste aus der Runde. Der kostet 210 Euro auf 100 Milliliter. Na gut, war ich jetzt aber ziemlich weit von entfernt. Aber da habe ich immerhin den teuersten ausgewählt. Ja, hast du auch getroffen, genau. Und das ist der Naxos von Xerchoff, falls ihr den schon mal gehört habt. Und das ist der Malé-Parfum von Jean-Paul Gaultier. Ah, genau. Oh ja, cool. Das kennt man auf jeden Fall. Ja, hat man schon mal gesehen. Du hattest recht mit deiner Vermutung, es ist der Naxos und der kostet 210 Euro. 210 Euro, okay. Genau. Aber voll gut erraten. Super. Ich dachte, das ist eine eigene Marke, darum habe ich 60 gesagt. Ach so, nee, das ist der. Also von Naxos selber? Naxos. Ja, dann genau. Den Preise kenne ich ungefähr. Ja. Der ist auf jeden Fall. Teuer. Aber der ist gut. Nummer 1 auf jeden Fall. Willst du wissen, was die anderen sind? Gerne, ja. Ich glaube, einer war Dior oder so. Genau, das ist der Dior Homme Intense. Aha, okay. Der ist gut, der hat mir auch gefallen. Das ist der Leighton von Parfums de Marne. Ah, ja, richtig. Krass, okay. Ne, der ist auch gut. Und das ist der Le Male Parfum von Jean-Paul Gaultier. Der ist auch gut, aber von den vier muss der leider vierter Platz bekommen. Das ist echt, aber die sind alle sehr gut. Super, ne? Alle halt für verschiedene Ereignisse. Richtig. Uiuiui, das ist aber ein ganz schön knappes Ergebnis. Meine Güte, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Du? Nee, ich auch überhaupt nicht. Wobei ja die ganzen vier Düfte echt extrem nahe beieinander gelegen haben in dieser Umfrage. Und ich auch wirklich finde, dass die gleichwertig gut beurteilt wurden. Ja. Also wirklich sehr spannend. Ich glaube, so ein krasses Kopf-an-Kopf-Ergebnis hatten wir noch nie. Nee. Und was ich auch wirklich sehr interessant finde, ist, dass auch schon bei der letzten Umfrage, die wir gemacht hatten, dass die Leute gar nicht so denken, dass die Düfte so teuer sind. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist sehr interessant. Sehr spannend. Ja, dass sie die oft als günstiger wahrnehmen oder denken, dass sie günstiger sind, wie sie eigentlich sind. Ne? Was hättest du gedacht, welcher gewinnt? Der Naxos hätte ich auch vermutet. Also Naxos wäre so mein Favorit gewesen. Meiner auch, dass er gewinnt, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil er ja doch so ein bisschen eckiger ist als die anderen. Ich dachte, rein vom Gefälligkeitsfaktor her wäre der Le Male Parfum vorne, muss ich sagen, ne? Weil das ja eher so ein... Oder der Leighton, weil der ist auch sehr gefällig. Ja. So ein Klassiker. Oder der Dior zum Beispiel, ist ja auch sehr rund. Ne? Aber dass dann der Naxos das doch hier mal macht, das hat mich echt überrascht, aber auch gefreut, weil ich den Naxos auch selber sehr gerne richtig mag. Gut. Was hättest du denn gedacht, welches Parfüm? Schreib uns das mal gerne in die Kommentare. Und wenn du jetzt noch eine weitere Straßenumfrage sehen möchtest, dann schau gerne mal in dieses Video rein.